Mein Vater wünscht sich von mir, dass ich auf meine Schwester aufpasse. Ja, klar, das ist super, dass ich auf sie aufpasse. Aber für meine Schwester letztendlich nicht immer das Beste. Weil es gibt auch Themen, was sie gerne irgendwie mit Freundinnen ansprechen möchte und ich bin dabei. Das stört doch ein bisschen, oder nicht? Ja, und deswegen finde ich auch manchmal die Rolle nicht so toll. Aber ich möchte trotzdem bei ihr sein und sie schützen. Das hat mir früher mein Vater mir mal gesagt. Pass auf deine Schwester auf. Und deswegen mache ich es auch. Meine Geschichte handelt davon, dass ich sehr früh lernen musste, den Haushalt zu führen, auf meinen Bruder aufzupassen. Ich hatte nie Freiraum für mich, ich durfte nie ein Hobby erlernen. Ich musste alles das machen, was kleine Kinder in ihrem Alter gerne tun wollten, durfte ich nicht. Ich musste zu Hause sitzen, ich musste mich um die Familie kümmern. Ja, ich durfte nie irgendwie spielen gehen, ich musste immer zu Hause sitzen, meiner Mutter helfen. Ja, heute noch wird von mir verlangt, dass ich sehr früh heirate, Kinder bekomme, dass wenn man das nicht macht, wird man ja verabscheut. Also ja, das ist nicht so einfach. Also wenn man nicht das macht, was die Familie möchte, dann ist man nicht mehr so, sag ich mal, tragbar. Also meine Story ist die, dass ich in Russland geboren wurde und von dort aus kam ich dann hierher mit 9 Jahren. Das Leben dort und hier ist gar nicht miteinander vergleichbar. Also wie hart man dort für sein Geld arbeitet, um sich etwas leisten zu können und Spielzeug, Süßigkeiten, Cafés oder Restaurants gab es dort nicht. Dann diese Fahrt hierhin allein schon war sehr beängstigend, weil ich auch kein Wort sprechen konnte. Ich konnte nichts verstehen, ich kannte die Menschen nicht, ich habe praktisch alles zurückgelassen, meine ganzen Freunde. Und wenn man dann hier ist und in diese Klasse kommt, ganz fremd ist und einfach gar nichts kann und auch kein Wort Deutsch sprechen kann und man einfach ausgegrenzt wird, ob es jetzt im Unterricht ist, auf dem Pausenhof, weil alle einen komisch angucken und ganz anders wahrnehmen, weil man auch anders ist in dem Sinn, weil man einfach sich so fremd fühlt und hier nicht reingehört, weil man von woanders kommt. Ich bin in Russland aufgewachsen. Bei meiner Oma habe ich sehr viel Zeit verbracht und dort habe ich sehr viel Unterschiede kennengelernt. Meine Oma hat in einem Vorort von Moskau gelebt und in Moskau war Luxus pur, da hat das Leben nur so gesprüht. Und meine Oma, die hat leider in ärmsten Verhältnissen gelebt und hat nur eine sehr kleine Rente gehabt. Und um ihr zu helfen, habe ich ihr regelmäßig geholfen, Sonnenblumenkerne auf der Straße zu verkaufen, um ihre kleine Rente etwas aufzustocken. Ja, und das hat einfach dazu geführt, dass ich gar nicht so viel Freizeit hatte wie andere. Ich habe viele Sachen nicht kennenlernen dürfen, aber ja, mir war es halt einfach wichtiger, meiner Oma zu helfen. Und ja, auch das hat mich glücklich gemacht. Als ich 6 Jahre alt war, wollte meine Mutter was für mich Gutes tun, hat mir eine Freude bereitet und wollte mit mir shoppen gehen. Dann sind wir in die Stadt gefahren, sind in irgendeinen Laden reingegangen, wollten Klamotten shoppen, sowie T-Shirts, Mützen, haben uns umgeschaut. Und als wir dann in die Kasse kamen, haben wir uns angestellt. Ja, dann waren wir an der Kasse. Und der Kassierer hat meine Mutter nicht kassiert. Hat immer von hinten welche Kunden genommen und kassiert. Und meine Mutter dachte so, was ist denn los? Und meinte dann, wieso kassieren Sie mich nicht? Dann der Kassierer meinte so, ja, weshalb? Weil Sie schwarz sind. Als ich mich mit meiner Mutter mal wieder gestritten habe und ich zu meinem Vater wieder gehalten habe, da hat sie mir dann mal die wahre Geschichte erzählt, was wirklich passiert ist. Und zwar war ich krank und habe geschrien, hatte Hunger. Meine Mutter kochte in der Küche für mich Essen und mein Vater sollte auf mich aufpassen.
Und dann hörte sie laut einen Knall und ging ins Wohnzimmer, sah mich auf dem Boden liegen. Ich habe immer noch geschrien und mein Vater sagte nur, dass er eifersüchtig darauf wäre, dass sie mir so viel Aufmerksamkeit schenke und ihm nicht. Ja, und dann hat sie ihn rausgeschmissen.